Der Wirtschaftstag 2019 in Bamberg geht zu Ende. Es war eine großartige Veranstaltung. Über 250 Gäste hatten sich angemeldet und wir hatten volles Haus, würde ich mal sagen. Wir hatten exzellente Referenten. Der Chef der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Ralf Brinkhaus, war da und sprach über die Große Koalition und die Themen, die gerade aktuell in Berlin anstehen. Wir hatten Doro Beer, unsere Staatsministerin für Digitales, aus Berlin hier. Wir hatten den bayerischen Wirtschaftsminister da, Hubert Aiwanger, der hier auch die politischen Rahmenbedingungen für die Unternehmen aus bayerischer Sicht beleuchtete. Ja, und viele Unternehmerinnen und Unternehmen, die mit uns diskutiert haben, hier in Bamberg. Es war eine ganz spannende Veranstaltung und wir haben viele Themen angesprochen. Hans, was meinst du? Wir haben quasi alle relevanten Themen abgehandelt, die den Unternehmen, die mittelständische Wirtschaft umtreibt. Angefangen von Digitalisierung über die aktuellen Debatten über Klimapolitik, über Klimaschutz, über die Frage, wie es in Europa mit den Stabilitätskriterien weitergeht, über das Thema Bürokratieabbau und, und. Tenor war, die mittelständischen Unternehmen brauchen nicht Staatsvorgaben, sondern sie brauchen Freiräume, für die die Stadt sorgen muss, im besten Sinne der Ideen der sozialen Marktwirtschaft. Die Resonanz bei unseren Unternehmerinnen und Unternehmern war enorm vor unserem heutigen Tag. Und ich nehme viele Hausaufgaben mit für die politische Arbeit, freue mich auf den weiteren Austausch, den Dialog mit den Unternehmerinnen, Unternehmen, den Verbänden und ja, auf ganz bald dann bei der nächsten Veranstaltung im Wirtschaftsbeirat Bayern. Okay.